Ohne eine positive Einstellung stehen deine Chancen schlecht, im Leben erfolgreich zu sein. Ein US-Amerikaner hat innerhalb von 5 Jahren 177 selbstgemachte Millionäre begleitet und hat festgestellt, dass 54% eine positive Einstellung als Nummer 1 Kriterium sehen, warum sie im Leben erfolgreich geworden sind. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und in diesem Video erfährst du, wie du mit 10 Schritten oder wie du mit 10 Tricks zu einer positiv eingestellten Persönlichkeit wirst. Wenn du noch mehr zum Thema Persönlichkeitsentfaltung, zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Geschäftsentwicklung erfahren willst, dann abonniere gerne meinen Kanal, setze ein Like drunter, leite dieses Video an Freunde weiter, schreib in die Kommentare, was du sonst noch Themen toll findest, von was du noch mehr von mir hören willst. Würde mich freuen, eine Rückmeldung von dir zu bekommen. Ja, was passiert, wenn du morgens aufstehst, John, und eigentlich gar nicht so toll den Tag dir als positiv ausmalst und weil du vielleicht mit der falschen Person neben der falschen Person aufwachst, weil du von äußeren Einflüssen ja überflutet wirst, sei es Nachrichten, sei es eine von der besagten Person, die schon wieder das Wetter kritisiert, die dich kritisiert, die Welt schlecht redet. Ja, wie sollst du damit in den Tag gut starten? Wie sollst du dich dabei gut fühlen, wenn ständig alles auf dich einprasselt und dich runterzieht, dich negativ macht, dich negativ stimmt? Dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass du auch das Gleiche in dein Leben ziehst. So ging es mir genauso. Ich war mit der falschen Person am falschen Ort, habe mir die falschen Dinge angetan und habe lange gebraucht, bis ich endlich verstanden habe, dass mir unter anderem diese 10 Schritte, diese 10 Punkte, die ich dir jetzt gleich nenne, geholfen haben, ein glücklicheres, erfolgreicheres und rundum ja, erfüllteres Leben zu leben. Dabei komme ich gleich auf den ersten Schritt. Ganz wichtig ist die Dankbarkeit. Warum ist die Dankbarkeit so wichtig? Weil es darum geht, dankbar zu sein mit dem, was du hast. Es geht nicht darum, dir schon auszumalen, was du gerne hättest oder wie du gerne sein würdest oder in deinen Fantasien eintauchst, sondern es geht darum, wirklich bewusst dir zu machen, was du hast, was gut an deinem Leben ist, ob es deine Gesundheit ist, ob es gewisse Umstände sind, ganz Kleinigkeiten, dass du was zu essen hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du eine Familie hast, dass du Kinder hast, die gesund sind, dass was zu trinken da ist, dass du genügend Geld auf dem Konto hast, um zu überleben. Es geht darum zu finden, was beflügelt dich oder mit was bist du emotional verbunden, dass du wirklich sagen kannst, ich bin heute dankbar und es am besten gleich morgens zu sagen und am Abend auch nochmal, was du hast und nicht in der Negativität abzutauchen, sondern wirklich dir zu sagen, ich bin heute dankbar. Und diese Dankbarkeit, wenn du das mit den Gefühlen anziehst, dann bist du auch entsprechend in einer guten, ja, in einer guten Schwingung, in einer guten Ausgangsbasis. Dann geht es darum, die Nachrichten so zu wählen, dass sie optimistisch sind, dass sie eine positive Auswirkung auf dich haben. Denn sei dir bewusst, Nachrichten seit den Hunderten von Jahren, seitdem es Printmedien, Radio, Fernsehnachrichten gibt, gilt immer das Prinzip, Sensationen, Tragödien ziehen die Leute an. Unser Gehirn ist so programmiert, dass wir auf die Negativität praktisch, dass die Negativität in uns verankert ist, dass wir immer auf eine Gefahrensituation emotionaler reagieren oder immer in der Reaktion eigentlich sind als auf eine positive Nachricht. Deswegen sei dir bewusst, negative Nachrichten verkaufen sich. Die negativen Nachrichten, ja, bringen die Leute mehr vor ihre Geräte, lassen sie dran, erhöhen die Einschaltquoten, dadurch steigern sich die Werbeeinnahmen der Sender. Das ist das ganz einfache, ja, Geschäftsmodell dahinter. Sei dir dem bewusst, welche Nachrichten du dir reinziehst. Andersrum, schau dir, dass du positive Nachrichten aufnimmst. Denn diese positiven Nachrichten, diese Positivität geht in deine Amygdala, Teil von deinem limbischen System, wo deine Gefühle gesteuert werden. Und wer will schon schlechte Gefühle ständig mit sich tragen? Daher sei dir ganz genau bewusst und filter, was ist positiv, was ist negativ, was so von außen zu dir kommt. Als dritter Punkt und einer meiner Lieblingspunkte ist die Musik.
Morgens, wenn ich aufstehe oder wenn du aufstehst, dann hör dir doch Musik an, die dich beflügelt, die dich optimiert, die dich motiviert, die dich ja, antreibt, die dich glücklich macht. Hör auch auf die Texte, was wird da gesagt? Spricht es dich an? Ist es deinem Lebensweg entsprechend die richtige Botschaft, die du mitbekommst? Und versuch das Ganze auch auf 432 Hertz zu hören. Nämlich die Musik, die wir heute hören im Radio, ob sie Instrumente sind, die dir auch seit den 40er Jahren, 30er, 40er Jahren existieren, sind alle auf 440 Hertz gestimmt. Allerdings ist 432 Hertz die natürliche harmonische Resonanz, die unserer Zellschwingung entspricht. Und alles, was dieser 432 Hertz nicht entspricht, speziell was wir heute in den Medien hören, was wir auf den CDs haben, auf den Platten, ist auf 440 Hertz. Daher ist die Schwingung nicht optimal für für unser natürliches Dasein und für unser Wohlbefinden. Daher sei es bewusst, wenn möglich, hör dir 432 Hertz Lieder an. Du kannst es umstellen. Im Internet gibt es kostenlose Software, wo du es konvertieren kannst von 440 Hertz auf 432. Auf YouTube gibt es Sender, die auf 432 Hertz oder auf anderen optimaleren Herzfrequenzen Musik zur Verfügung stellen. Also mach das dir bitte zu deinen Gunsten, dass du die Musik hörst, die dich wirklich weiterbringt. Als nächstes, ähnlich wie bei der Musik, lese und schaue dir Dinge an, YouTube-Videos, die dich inspirieren, die dich in eine gute Schwingung bringen, die deine Ideen verpassen, weil du dir dadurch auch ja, einen Gefallen tust, dich weiterzuentwickeln und dir ja, dich zu motivieren, deinen Weg zu gehen, auch wenn es mal nicht so gut ist. Dann lest dir was durch, liest dir mehrmals auch ein Buch durch. Wie heißt es so schön? Besser ein Buch tausendmal lesen als tausend Bücher einmal lesen. Daher nimm dir dein Lieblingsbuch, wenn es positiv ist, umso besser und versetz dich immer wieder hinein, auch wenn es ein Fantasiebuch ist, in diese Fantasiewelt, um ja, maximal positiv zu sein und ja, dieses Glücksgefühl auszustrahlen. Als nächster Punkt ist die Meditation. Ich habe mich lange dagegen gesträubt. Aber letztlich war es eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe, mich mehr diesem Thema zu widmen, weil die Meditation ist extrem stressreduzierend. Sie schaltet mal kurze Zeit deinen Geist aus oder fährt deine Verstand, Tätigkeit, fährt sie runter, lässt sich zu dir kommen, lässt die Energie auch wieder fließen und in deine Ruhe kommen. Und wie heißt es so schön, in der Ruhe liegt die Kraft. Und wenn du mal meditierst, wenn du zu dir kommst, auch wenn es nur mal Wenn du dich nur mal kurz hinsetzt für ein paar Minuten, tief ein- und ausatmest, die Augen schließt, dann merkst du diese Kraft, die in dir kommt, diese Ruhe, die du spürst. Und konzentriere dich mal allein auf deinen Atem zu konzentrieren, ist schon eine riesige Meditation, ein riesiger Schritt nach vorne. Ich vergleiche es mit dem Rauchen. Raucher, warum rauchen sie es nicht unbedingt wegen dem Nikotin? Natürlich hat es auch eine gewisse Sucht, hat einen Suchteffekt, aber letztlich, was sie emotionell an die Zigarette bindet, ist dieser Moment, bei sich zu sein, genussvoll an der Zigarette zu ziehen, tief einzuatmen und ja, die Ruhe zu genießen und mal abzuschalten vom Rest der Welt. Als nächster Punkt ist das Ignorieren. Sprich, wenn du Menschen begegnest, und du willst helfen, du bist dieser Helfertyp, weißt aber, dass du eigentlich gar keine Kontrolle über sie hast, weil dein Kontrollradius bezieht sich ja eigentlich nur auf dich, dann ignoriere die Menschen, ignoriere die Kritik, ignoriere dein Bedürfnis auch, allen möglichen helfen zu wollen. Wenn du noch nicht in dieser positiven, maximalen, ja, Schwingung bist, in dieser Stimmung bist, dann fehlt es noch immer an der Konzentration, an der Aufmerksamkeit, deiner Aufmerksamkeit dir gegenüber. Also ignoriere alles, was von außen kommt, ignoriere die Kritik. Sag dir, ich pfeife drauf, was die anderen machen, ich pfeife drauf, was die anderen über mich sagen, ich weiß, was ich mache, fühlt sich gut an, ist stimmig mit mir und dann geh auch deinen Weg und lass dich von nichts abhalten und sag dir immer wieder, die einzige Kontrolle, die ich habe, sind über meine Gedanken, meine Gefühle, meine Aktionen. Dadurch kannst du nicht kontrollieren, sondern eher andere inspirieren und mit Beispiel vorangehen. Der nächste Punkt ist Sport oder Bewegung. Sprich, bring deinen Körper in Schwingung. Es schüttet Dopamin aus, Endorphine, es stimuliert auch ein gewisses Produkt namens FT, glaube ich, heißt es, das dafür,
das dafür verantwortlich ist, dass deine Synapsen, deine Neuronen besser funktionieren, geschützt sind. Was bedeutet das? Dass dementsprechend dein Gedächtnis, dein abstraktes Denken besser funktioniert. Und wenn du eben in Bewegung kommst und frische Luft einatmest, dich mal auspowerst, deinen Körper aktivierst, dann reduziert es nicht nur den Stress, sondern es schüttet eben auch diese positiven Hormone aus, die dich dann im Nachhinein dazu bringen, ja, produktiver und mit Genuss weiter deinen Weg zu gehen. Als nächster Punkt sind Komplimente. Wenn du nach draußen gehst und Menschen triffst, die vielleicht auch nicht so positiv gestimmt sind wie du, dann mach ihnen doch einfach ein Kompliment. Oder auch wenn du eine Kritik bekommst, sag ihnen Dankeschön, Dankeschön, das ist gut. Danke fürs Kompliment, wenn es ein Kompliment ist. Oder bedanke dich einfach bei ihnen. Auch wenn es negativ gemeint ist oder wenn dich die Leute provozieren wollen, dann versuch doch mal einfach Danke zu sagen. Danke, dass du wieder was erfahren hast, wer sie sind, was sie beschäftigt. Danke, dass du vielleicht auch irgendwelche Themen in dir hervorrufst oder die zum Vorschein kommen, die doch noch nicht ganz geregelt sind bei dir. Ist auch immer wieder ein Geschenk, also darfst du dich dafür bedanken. Als vorletzten Punkt ist das Umfeld enorm wichtig, ähnlich wie bei diesem Kontrollradius, den du bewusst zu erkennen da hast, ist dieses Umfeld. Du bist das Produkt deines Umfelds. Das heißt, such dir dein Umfeld aus, speziell wenn du gerade vielleicht in dieser Phase bist, dass es dir nicht gut geht, dass du was ändern willst, dann such dir die Leute, die dich nach oben bringen, die dich in eine höhere Schwingung versetzen, die dich inspirieren, die dich unterstützen. Dabei gilt die Regel, eine Person, von der du merkst, dass sie voll hinter dir steht, dass sie dir die Kraft schenkt, dass sie dich so akzeptiert, wie du bist, dass sie dich nicht verurteilt, dass sie dich nicht bewertet, die kompensiert eigentlich dein negativ gestimmtes Umfeld in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Also, wenn du mit dieser Person, die es zu identifizieren geht, wenn du mit der deinen Weg gehst, wenn du die mit der maximal viel Zeit verbringst, dann kannst du das wettmachen, was so dein restliches Umfeld, was die Nachrichten, was die aktuelle Situation betrifft, was das für einen negativen Eindruck oder einen Einfluss auf dich hat. Und zu guter Letzt ist es, Ziele zu haben. Ziele zu haben, wiederum, die abgeleitet sind von einem Traum. Ich habe lang gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Ziele wichtig sind, um eine Ausrichtung zu haben, um eine Vision zu leben, die dich wirklich, ja, die dich glücklich macht, die dich erfüllt, von der du weißt, das genau, das will ich haben. Und dann geht es nur darum, den Weg zu gehen, indem du eine Strategie hast, einen Prozess verfolgst. Ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es wichtig ist, ja, eine Schrittfolge zu haben. Ich habe einen Drei-Schritte-Prozess entwickeln dürfen, kennenlernen dürfen, mit dem alles auch immer gelingt. Und vorher habe ich alles gegen die Wand gefahren. Ich bin schwierig vorangekommen. Ich habe gedacht, ich fahre wie mit angezogener Handbremse, fahre ich so vor mich hin und gehe vor mich hin. Aber letztlich geht es darum, zu sagen, ich weiß, wie ich dahin komme an meine Ziele. Ich gebe Vollgas, ich habe Spaß dabei, ich gehe da in mir auf und dann wird alles super. Dann hast du die Freude im Leben, dann stehst du morgens auf, dann hast du wieder Ideen, dann kannst du dir alles Mögliche, ja, dann inspiriert dich alles, weil du voll in deinem Flow bist und du kommst dahin. Wenn du es schaffen willst, dann gibt es auch Wege. Lösungsorientiertes Denken ist angesagt. Optimismus kann man erleben, wenn man will. Und ich weiß, dass du es schaffst. Ich weiß, dass wenn ich es geschafft habe, wenn andere es geschafft haben, wie gesagt, die meisten der reichen, selbstgemachten Millionäre, egal ob es jetzt ums Geld geht oder nicht, wissen, dass mit der positiven Ausstrahlung ziehst du auch entsprechend das Positive an. Niemand will wirklich Negatives in seinem Leben haben. Darum, bleib positiv. Mach doch mal ein paar von diesen Punkten. Schreib darüber gerne in den Kommentaren, ob dir das was gebracht hat. Wenn dir das Video gefallen hat, dann setz auch gerne ein Like drunter, abonniere meinen Kanal, drück auch gerne auf die Glocke, damit du in Zukunft auch Bescheid weißt, wenn ich was Neues rauslasse. Ich danke dir fürs Zuschauen und freue mich bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.